Link über die Plus- und Minus-Taste. Habe ich jetzt auch rausgefunden. So, und direkt hier, gib ihm Werkzeug. 1, 2, 3. Land, ja. Wenn es jetzt sogar zu viel ist. Nee, komm, ein bisschen auslagern. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen Holz mitnehmen können, dass hier nicht voll wird. So, Achtung. Jetzt geht's los. Auf! Aufsteigen! Wir kriegen jetzt erstmal Tabak. Werden zufriedener, ich kann mehr Geld verlangen. Vulkan ist aktiv, Sister. Gut, dass wir das hier gebaut haben. Also es ist anscheinend nicht so, dass hier Lava runterströmt, ja, bis ins Meer. So wie das eigentlich der Fall ist bei so einem Vulkanausbruch, sondern dass einfach nur die Explosion und die Steine, dass dann irgendwie wahllos Häuser in Brand gesetzt werden. Ich bin mir nicht mal sicher, ob überhaupt Betriebe in Brand gesetzt werden. Ich glaube, das wären wirklich nur Wohnhäuser in dem Moment. Also wäre es eine super Betriebsinsel. Ja, muss man nicht unbedingt gleich am Anfang ausprobieren, ja. Ist jetzt ein Austabak. Wie viel haben wir denn auf der Insel? Wäre mal interessant zu fahren, wie das hier läuft. Ja, es ist wenig. Nur 5. Das heißt, er hat jetzt ca. 8, bis er da ist ungefähr. Die bringt er zurück. Die hier haben das jetzt. Ausreichend. Ja, sieht ganz gut aus. Aufgestiegen sind sie noch nicht. Ich will aber jetzt wissen, was Siedler werden. Soll ich noch ein paar Häuser bauen? Ich weiß nicht, ich habe Angst. Die Fahrt zu euch hat sich bezahlt gemacht. Natürlich, komm ruhig öfter. Wenn ich was hab, kannst du das gerne kaufen. Hier sind wir gleich voll, dementsprechend müsste das auch hochsteigen. Soll ich im Grünen bleiben, dass nicht unbedingt gleich aufsteigen, oder soll ich ein paar aufsteigen lassen und kurz abwarten? Man weiß es nicht. Halt! Erstmal hier Werkzeug schnell ausladen. Zack, zack, zack. Und dann gleich erstmal hier noch eine zusätzliche Tabakplantage. 100% ausgelastet. Also 2 auf 1 ist, glaube ich, hier optimal, ne? Sonst wäre ja voll. Genau. Nö, alles okay. Also, Tabak. Gib mir Tabak-Kakao für später. Das müsste eigentlich lang vom Platz nachher. Gib mir eine zweite Plantage. Die könnte sogar... Könnte, ja. Ich würde sagen, so. Langt das? Machen wir mal, komm, einen rüber, kümmer, da haben wir eh nichts zu verlieren. Machen wir hier, ah, es hat gelangt, aber okay. Man muss ja nichts übertreiben, wa? Muss man nicht. Also. Was ist denn das? Ah. Das ist schon direkt am Steg hier. Ja, kann man nachher ein zweites Konto dran machen, für den Fall, dass nur einer hier vorbeifährt. Beispieltechnisch. Aber ich glaube, die. Ach. Machen wir wieder einen Haufen Gedanken. Gut, war natürlich jetzt wieder doof von mir. Das direkt hinzusetzen, bevor die Tabakplantage überhaupt arbeiten. Können wir hier was optimieren? Da ist nämlich irgendwas leer, warum auch immer. Sowas macht mich kirre. Deswegen habe ich das in den Vorgängermodellen von Anno immer so gern gemacht, dass ich das komplett ausgefüllt habe. Dass da kein so ein Loch drin war, ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwie ist das so ein bisschen, ich weiß nicht, so leicht, vielleicht störend. Man weiß es nicht. Ist schon ein bisschen... Ich bin halt da eher so der Perfektionist zu einem Baum nach dem anderen. Das sehen alle gleich aus. Naja, gleich nicht, aber. Na, alles übertrieben. Weiter im Text. Werkzeuge sind abgeliefert. Ich habe eine zweite Plantage gebaut. Das heißt, ich muss dementsprechend mehr Tabak dann reinkriegen. Aber natürlich erst nach der zweiten, dritten Fahrt. Und es hat gut gelangt jetzt. Es waren, glaube ich, 8 vorhin. Es sind noch 2. Und das Schiff ist wieder da. Bringt 7 neue anscheinend los. Ab, schäm dich, geh weg. Hol noch mehr Tabak. 9 Tonnen. Müssten die jetzt klarkommen? Jetzt gucken wir mal rein. Also. Sind zufrieden. Aber die steigen anscheinend wirklich nur in diesem dunkelgrünen Bereich. Achtung. Wo sind sie? Auf. Zack, zack. Blopp, blopp. Hochbauen. Ich will wissen, was ihr als nächstes braucht. Hopp. Vor allem, was ihr als nächstes seid. Siedler, 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 Siedler. Das müsste jetzt eigentlich... Also, ich weiß nicht. Erinnere ich mich jetzt irgendwie an den falschen Teil? Wo das ruckzuck ging, aber dumm, 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 Werkzeug leer. Irgendwie war das. Was ist denn los? Ich habe Angst. Soll ich fordern, dass es langsamer geht, oder? Soll ich jetzt zufrieden sein damit, dass es so langsam geht, oder? Soll ich Angst davor haben? Dass es jetzt nicht mal ein Haus mal kurz hier eben aufgeploppt ist, direkt. Ihr habt doch alles. Wir verfolgen eure Entwicklung mit großem persönlichem Interesse. Ich bin so ungeduldig.
Ja, Euer gesellschaftlicher Aufstieg ist bemerkenswert. Ja, bemerkenswert. Das ist der Hammer. Ihr macht ganz ja ganz schön von euch reden. Ja, ich gebe mein Bestes. Mütchen. Ja, der Bauer hier, ne, wo ich gesagt habe, der Typ sieht aus wie ein Bauer, der macht schon den Eindruck von einem bisschen so ein gebildeterer Bauer. So, also, die Häuser steigen auf. Es können mehr Bürger sind es. Bürger. Es können mehr Bürger in so ein Haus reinziehen, als ursprünglich Siedler in so einem Haus drin waren. Und dementsprechend eine größere Population dann, dementsprechend mehr Steuern. Ja, jetzt geht's, ja, ne? Das erste Haus hat auf sich warten lassen, die haben sich auch irgendwie erst nochmal überlegen müssen, aber jetzt direkt hier, bam, bam, gib ihm, bam, bam. Wie sieht's aus? Oh, das hält sich noch in Grenzen, ne? Also drei Ziegel waren das jetzt direkt bei einem Ausbau und ein Werkzeug anscheinend. Also das ist nicht mal so dramatisch, wie ich das ein jetzt wollte. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Dank eines Mitspielers hat ein fremdes Volk seinen Handelsposten ausgebaut. Mhm. Ja, wie gesagt, siehste, kaum hast du hier Bürger, ja, paffen die dir den Tabak weg. Aber dafür habe ich ja gesorgt. Hab hier ja eine zweite Farm hingebaut. Gut, das dürfte jetzt noch nicht unbedingt schon gefruchtet haben. Ja, 9, das ist nichts. Da müssten so 20 rüberkommen. Ich glaube, damit wären dann, selbst wenn ja alle zu Bürger aufgestiegen wären, wären alle zufrieden damit. Können sie zumindest sein, ja, also. Meine schon. Okay. Als nächstes. Was braucht ihr denn, Bürger? Gut ist es natürlich, wenn man den Bürgern jetzt wenigstens eine weitere Zutat gibt, die sie brauchen, damit man die Steuerschraube hochschrauben kann. Die Steuerschraube hochschrauben. Oh, Alter. Ist immer was Besseres einfallen. Und dementsprechend, ne, man sieht schon, 174, 73, man kriegt immer mehr Kohle, Natürlich brauchen sie immer wieder mehr. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Gibt man ihnen noch eins zusätzlich jetzt, kann man die Schraube direkt mal schön hochschrauben. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Schönes Plus. Ah, gib mir Steinstraßen, komm. Ich hätte voll Bock, jetzt Steinstraßen zu bauen. Aber es bringt nicht viel. Also Stein habe ich nicht. Wir brauchen ja zum Aufsteigen Stein. Oh. Nein, wir gucken mal rein. Oh, Entschuldigung. Die Pflasterstraße. Wie schön. Ich finde es voll cool, nachher alles in Pflasterstraße umzuwandeln. Also zumindest am Anfang. Da, wo die Waren abgeholt werden, weil die Markt, diese Kutschen da dann schon um einiges schneller sind. Ja, gerade hier jetzt Markthaus nur eins, aber dafür vier Betriebe. Hey, ihr da. Könntet ihr mir vielleicht bei einer Kleinigkeit behilflich sein? Ja, immer doch. Was gibt's denn diesmal? Oh, Törtchen. Oh, es gibt Törtchen. Ach, wie schön. Nee, Werkzeug brauche ich nicht. Törtchen wäre schon interessant, aber ich würde es nicht gleich meinen Bürgern geben. Vielleicht für einen kurzen Zeitpunkt, damit die mal kurz zufriedener sind. Ich mal kurz die Steuern hochschrauben kann. Ich mal ein bisschen ins Plus kommen. Ich sehe es schon fast kommen, dass ich wirklich pleite gehe und das Ganze nochmal von vorne anfangen muss. Aber ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht habe bis jetzt. Ich habe alles gebaut, was die wollten. Ich habe extra ein bisschen mehr gebaut, als sie wollten. Also insofern. Einer ihrer Mitspieler hat eine höhere Zivilisationsstufe erreicht. Ja, die haben so eine Werft, aber es sind erst Bürger. Wollt ihr mich verarschen? 10? Oh nee. Also, vorhin waren es 8 und mit 2 sind es jetzt 10. Die Rechnung geht mir irgendwie nicht auf. Mit 2 müssten doch da jetzt 15. Ne? Also so ein rechnerisch, technisch. Obwohl das sind 4 Stück noch in. Ist auch wieder so lahm. Wir haben hier. Oh, komm. Ah. Wir haben doch hier 12 Ziegelsteine. Die können wir doch mal benutzen. Dann benutzen wir die mal, damit das ein bisschen fixer geht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass er ein bisschen lange braucht, bis er da hinten ankommt. Die 12 werden jetzt einfach mal gnadenlos verbraten. Ziegel braucht keinen. Ach so. Das ist eine Pflasterstraße, die kostet einfach nur Kohle. Kostet gar keine Ziegel. War das nicht mal so? Na, wie gesagt, ich meine Verwechslungen. Ich bin der Meinung, irgendwo hat man Ziegel gebraucht um Straßen
auszubauen. Ihr Dorf zählt nun mehr als 500 Einwohner. Yeah, eine halbe Million. ein halbes Tausend. Cool, wir sind im Plus. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Nee, bitte nicht. Nicht jetzt schon. Wo? Piraten. Uiuiui, hab ich halt ausgeschalten, ja. Ei, das ist ja wieder lustig. Die ersten Piraten greifen mich an. Ich habe gar keine Kanonen an Bord. Hallo? Kann ich mal mein Schiff auswählen? Okay, ab B. Hier, nichts mit Verteidigung, ne? Einfach durchfahren und... Ne, doch, 8, guck mal. Vielleicht könnte sogar einen versenken. Naja, wir probieren es jetzt nicht. Das muss nicht sein, also. Oh, 13. 13, das ist cool. Also, Tabak läuft. Ja, können wir mal festhalten, Tabak läuft. Oh, alle ausgebaut. Auch schön. Wie sieht's aus generell hier? War nicht vorhin irgendwas, was zur Neige geht? Tabak ist okay. Stoff ist okay. Nur durch den Verkauf wahrscheinlich minus. Nahrung, Bombe. Alkohol, okay. Ja. Waren es nur 4 Sachen, die wir brauchen? 1, 2, 3, 4, ja. Das sind ja die Grundsachen hier unten. Also, die 4 Grundnahrungsmittel sind da. Ach, hatte der nicht eine Aufgabe? Wenn ihr euch etwas dazu verdienen wollt, ich hätte da einen Auftrag für euch. Dann müsste ich aber kurz meine... Ja, kann man mal machen, oder? Oh, ich kann es noch gar nicht sehen. Ich glaube, die haben momentan genug Tabak, dass sie das kurz überleben, dass ich mal kurz mein Schiff abzwacke. Ja, 1, 2 Stunden. Das müsste lang. Ich muss jetzt nur beobachten, dass ich mein Schiff ja auch richtig lenke. Haben wir noch, Siedler haben wir noch. Ja, okay. Weil ich bin am überlegen, ob ich... es ist schon wieder ein Minus. Ob ich doch ein paar mehr Häuser baue hier. Wie sieht's denn aus? Einflussradius von diesen beiden Dorfzentren war in Ordnung. Von der Kapelle könnte ich noch ein bisschen weiter gehen. Soll ich in die Richtung? Hier ist... Das ist wieder... die Schaffarm. Ich hätte lieber alles auf einer Seite gemacht. Könnte ich hier eigentlich schön weiterbauen. Soll ich mal schnell umbauen? Wie sieht's aus mit Stoffen? Habt ihr genug, dass ich mal kurz umbauen kann? Ja... Ja, ich würde schon sagen, ne? Muss ich eigentlich updaten, nachdem dieses... Nö, ist automatisch drin. 130% jetzt, das ist cool. Nur die Webstuben? Moment. Brauchen die jetzt eine dritte Schaffarm, damit die Produkte... oder wie ist das? Oder sind die auch... Nee. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Die hier liefern jetzt 130%, ein ja? Feuer wütet in ihrer Siedlung. Nee, oh, bitte nicht. Oh, hier, Feuerwehrdings. Komm. Genau, das ist jetzt perfekt. Siehst, ich weiß genau, warum ich hier Platz gelassen habe. Boah, beeil dich! Hallo! Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Ja, interessiert gerade nichts. Hier, zack. Lauf mal bitte schneller. Das dafür brauche ich jetzt die Pflastersteine. Dass die ein bisschen schneller an ihr Ziel kommen. Gerade wenn so ein Brand ist, weil das steckt ja direkt die anderen Häuser an. Dementsprechend mal ganz kurz hier volle Kanne. Alles mit Pflaster voll machen. Kostet Schweinegeld, ne? Na, es geht. Oh doch, 150 ist für das. Gerade mal eben ein paar tausend verbraten für Pflastersteine, ohne wirklich hinzugucken. Uiuiuiuiuiuiui. Panik. Abwählen. Was geht hier ab? Eine Feuerwache kostet 20, das ist gerade egal. Das kostet mich sehr viel mehr, dass die brennen hier, ja. Ja. Aber. Hat funktioniert hier, ne? Alles cool. Ach, da brauche ich demnächst irgend so einen Typ, der mir die Häuser repariert, gell? War da nicht was? Da war doch was. War das hier schon? Oder gehen die automatisch hoch? Kirche, Markthaus, Pflasterstraße, Medikus, Schauspielhaus, Garnison, die ersten Armeen. Kleine Werft. Ah, die ist schon mit den Siedlern möglich gewesen. Aber ich brauche jetzt noch nicht unbedingt ein zweites Schiff, apropos. Das kann sofort losgehen.
Denk an den Tabak. Was denn das? Ah, das war das. Dann direkt mal hierher. Das abgeben. Hier kriege ich ja Gott sei Dank eine Benachrichtigung, wenn ich angekommen bin. Dass ich das nicht wieder vergesse. Und dann direkt mit der Tabak starten. Okay. Cool. Hier wird alles okay. Also ist es wirklich so, glaube ich. Die reparieren sich nicht Dank von alleine. Dank eines Mitspielers hat ein fremdes Volk seinen Handelsposten ausgebaut. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Sein Handelsposten.